Und damit Köln, was geht? Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von New West Summer Sun. Dem einzig waren super hitzigen Hack. Wir starten direkt mal rein in 2.6. Oh, Mario, du kannst hier nicht durch. Du musst erst die Kanone finden. Du findest sie irgendwo hier draußen. Dann würde ich sagen, kümmern wir uns erstmal um dieses Level in der Hoffnung, wir finden schnell diese Kanone. Vermutlich gibt es in dem Level einen Secret Exit. Ein Scrolling-Level, wie ihr wisst, einer meiner Lieblings-Level-Genres. Oh, aber die Musik ist schön. Ha, das ist die erste Starcoin. Let's go. Ja, also bis jetzt sieht das doch ganz entspannt aus. Bisschen viele Röhren, bisschen viele Pflanzen. Ja, ist jetzt nichts Weltbewegendes. Ey, wenn man in irgendeine Röhre rein kann, safe hole ich dann die Starcoin nicht. Aber jetzt auch direkt schon der Checkpoint. Das ging schnell. Ich höre einen Item-Block mit einem Run-Up für uns, dass ich nicht eingesammelt habe, weil Lost. Oh mein Gott, passiert hier schon wieder viel. Der Feuerball da unten, der hätte uns fast noch getroffen. Das Rot sieht sass aus. Nee, scheinbar nicht. Da unten hin. Bitte! Oh mein Gott, war das... Oh mein Gott. Okay. Bitte! Es ist ganz schlimm, es ist ganz schlimm. Okay, wir sind noch dabei, wir sind noch dabei. Nein! Ach Mann, das war Lost von mir. Bis jetzt noch keine Starcoin verpasst und ich sag mal so, das soll auch so bleiben. Ich nehme mal noch das zweite Fass mit. Wie in Donkey Kong. Da wird sich hier gut vorbereitet. Irgendwie ist die rote sass. Oh mein Gott, das war richtig stupid gesprungen. Ey, wenn wir hier jetzt noch irgendwie den Propellerhead brauchen, safe nicht. Oh! Let's go! Level war wundervoll. Hat Spaß gemacht, obwohl Scrolling. Kommen wir straight up zum nächsten Level oder zu der Kanone. Keine Ahnung, was das bedeutet. Dann lass uns hier doch direkt mal zum Kanonenfutter werden. Dann ab in Welt 5. Boom! Okay, es ist eine wunderbare Dschungelwelt. Sieht schön aus. Und direkt rein ins nächste Level. Oh, erstmal eine schöne Eisblume. Das schmeckt immer super. Okay, da oben ist nichts als Münzen und ein Wriggler. Oh, die Musik ist richtig ästhetisch. Doch, auf jeden Fall. Oh mein Gott, ich hab's auf Video. Das war halt gar nicht geplant. Holy. Let's go. Dafür doch jetzt schon mal ein Like da lassen. Hab ich verdient. Ey, dass ich noch lebe. Geisteskrank. Geisteskrank. Oh mein Gott. Jetzt wird's schon kritisch wieder. Oh, das war auch knapp. Und weiter geht's. Oh, da unten. Aber das war schon sehr auffällig, oder? Ja, so eine Passage zum Durchlaufen. Oh, hier können wir zum One-Up holen. Und zwar, wenn wir den Cooper nehmen. Und... ganz genau so. Hier ist der Checkpoint. Gut, da können wir entspannt weiter, weil uns fehlt tatsächlich noch die zweite Starcoin. Wundervoll, mega geschenkt. Finde ich super. So, und ab nach hier unten an dem Typen vorbei. Hier grabben, Sprung, zack. Und hier ist irgendwie nichts. Der Block ist maximal sus gewesen, aber nur ein One-Up, schade. Oh nee, nicht so eine Passage schon wieder. Oh, wird schon schief gehen. Ist aber nicht, das ist schön. Da ist sie, da oben. Let's go. Ich dachte, ich hätte die gar nicht mehr berührt, aber wundervoll. Ein kleines, echt schmackhaftes Level. Hat richtig viel Spaß gemacht, oder? Let's go zum nächsten. Mal schauen, ob auch der wunderbare Piranha-Feind verändert wurde. Ich schätze mal schon. Keine Ahnung, ob der anders ist, aber schwer ist er auf jeden Fall nicht. Mega entspannt. Kommen wir zu 5.2. Ein bisschen mit Pilzen wieder arbeiten. Oh, aber eine Feuerblume. Das ist schon mal schön. Oh, wir müssen bestimmt auch... Schau ich die Steine hier an, die Rolling Stones einfach. Nur halt als Wiggler. Hier kommt man doch safe irgendwie hoch. Scheinbar nicht. Ein heiliger Wriggler. Aber hier oben ist tatsächlich gar nichts. Okay, dann geht's ja auf entspannte Weise. Oh, noch mehr Wriggler-Teile. Das ist sogar ein Wriggler. Ein Riesen-Wriggler. Mit einer Starcoin für uns. Let's go. Okay. Jetzt wird's doch noch anspruchsvoll hier. Das Level ist genial. Ich feiere diese Wriggler-Ästhetik total. Da hat jemand seinen Job auf jeden Fall richtig gemacht. War's das schon mit der Wriggler-Sektion? Oh, hier geht's nach oben. Und ich bin runtergefallen. Lol, da war die Starcoin hier oben im Nichts einfach. Oh mein Gott, jetzt wird's ganz unangenehm.
Das Feuer ist durch den durchgeflogen. Was ein Scam. Was ein Scam. Und ab ins Ziel. Let's go. Das einzig wahre Riddler-Level. Oh, der Riddler-Kopf. Habt ihr den gerade gesehen? Wie cool ist der denn? Dieser Balken hier sieht aus, als hätte er eigentlich gar keine Lust, dass wir auf ihm stehen. Aber wir werden es trotzdem tun. Es tut mir leid. Oh, wir kriegen wieder eine Eisblume. Und oh, es ist so, es ist eines dieser schönen Dinge. Oh mein Gott, das war knapp schon wieder. Ja, down. Hinfort mit euch, ihr gierigen Pflanzen. Eine weitere Starcoin. Aber kein Problem für Mario, den Meister. Ich bin durch den Boden gebackt. Was ein Scam. So, diesmal gehen wir das Ganze aber auch vorsichtiger an. Lauf, 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 bitte, bitte, let's go. Ah, ein Secret One-Up, let's go, hat sich direkt gelohnt, hier hochzugehen. Ich wusste nicht, dass der noch weiterläuft. Das war mal wieder so todesknapp. Checkpoint. Und ein Item. Damit können wir uns den Weg hier wirklich einfacher machen, tatsächlich. Das ist doch schön. Das ist auch nicht so angenehm hier. Aber ist ja okay. Uns fehlt tatsächlich nur noch eine Starcoin, das ist ganz schön. Ah, durch da und bam. Grabben und auf ihn drauf. Das da unten sieht mehr als sass aus. Wir sollten da auf jeden Fall mal reingehen. Das macht mir Angst. Easy, let's go, first try. Gar kein Stress. Let's go. Sieht nach nochmal einer Kletterpassage hier aus. Oh, aber nochmal mit so einem... Ich habe keine Ahnung, wie du eigentlich heißt. Ich bin ein Bramball, aber du kannst mich gerne Werner nennen. Ach, Werner. Ja, dann nenne ich dich doch so. Ist doch gar kein Problem. Oh, wir können ihn sogar eineisen. Das wusste ich gar nicht. Ich habe das eigentlich mehr als Joke ausprobiert. Aber das scheint tatsächlich zu funktionieren. Ist doch schön. Eine weitere Kanone, die uns in Welt 8 befördert. Ab in die letzte Welt schon? Welt 5 war sehr kurz. Und natürlich ist die achte Welt eine wundervolle Lava-Welt. Und die Lava sieht extrem krass aus. Und Kamek wartet schon auf uns. Ab ins erste Level der achten Welt. Mal schauen, was uns hier erwartet. Nee, fang doch nicht direkt mit Meteor an. Ob ich mich jetzt freuen soll? Weiß ich tatsächlich noch nicht. Das hier oben sieht aber echt sass aus. Ist nur für einen Run-Up. Was ein Scam. Okay. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es wird brenzlig. Versteht ihr? Wegen Feuer und so. Und diese Raben machen irgendwie das Ganze hier nicht besser. Da ist schon wieder einer. Oh, geht's hier rein? Ja, geht's wirklich. Let's go. Oh, diese Passage kennen wir tatsächlich schon. Aus Newer Super Mario Bros. Wii. Das haben wir tatsächlich auch Let's Play. Falls ihr das nicht gesehen habt, das ist natürlich fantastisch oben auf dem i verlinkt. Gerne mal auschecken. Und da bin ich gestorben, weil ich mal wieder zu viel Zeit damit verbracht habe, in die Kamera zu gucken. Ich sehe hier nichts. Oh mein Gott, ist das... Als ob, der hat mich gar nicht berührt gehabt. Da kriege ich wieder so ein blödes, hässliches One-Up. Ich habe aus diesen Blöcken noch nichts anderes herausbekommen und da ist der Tod schon wieder. Mann, warum denn? Das ist manchmal auch so ein Betrug. Man bekommt hier nur One-Ups raus. Das ist der größte Scam der Nation. Und dann bin ich schon wieder tot. Jetzt ist doch langsam gut. Mann, warum? Ich habe nicht mal nach unten gedrückt. Der macht eine Stampfattacke mitten in der Luft. Einfach eine Eisblume bekommen. Ist das nicht schön? Ich hasse mein Leben. Jetzt kommt hier noch so ein blöder Rabe lang geflogen. Geh doch weg, wir müssen hier safe runter. Und dann da rechts ist die Starcoin. Ich hab sie doch schon gerochen. Let's go, alle drei Starcoins. Jetzt Ziel, bitte. Okay, noch ein bisschen rumgejumpet. Das hier sieht aber schon echt final nach Ziel aus. Let's go, ihr ganzen Raben, geht doch weg. Wundervoll, da habe ich direkt Bock aufs nächste Level. Let's go. Die Musik bleibt die gleiche, aber einen Propellerhead gibt's für uns. Das muss ich ganz ehrlich sagen, freut mich erstmal. Aber mal schauen, was dieses Level noch so an Gefahren birgt. Kompletter Betrug. Kompletter Betrug. Vielleicht mag ich das Level dann nicht mehr so. Ich stelle mich unglaublich schlecht an. Oh, das war knapp. Ja, hier in die rote Röhre rein. Ganz entspannt. Das ist schön. Oh mein Gott, hier durch natürlich ohne den P-Switch zu berühren, weil wir sonst einfach tot wären. Ich finde die Idee dahinter echt innovativ. Das ist cool. Mit dem Propellerhead wird jetzt hier aber weggeflogen. Und dann mal schauen, was uns noch erwartet. Ist das schon die zweite Starcoin? Ja, geh weg. Oh. Ey, wenn die Pflanze nicht weggegangen wäre. Tot einfach. Okay. Puh, steht euch vor, die hätte uns jetzt noch getroffen. Let's go, aber wieder ein Secret Exit. Irgendwie ganz, ganz cursed das Ganze hier. Das führt uns einfach hier zwischendurch zu diesem Level. 8, 7. Schauen wir uns das Ganze doch mal an. Okay, Eisblume. Oh nein, ich sehe da schon wieder so hängende Plattformen hier rechts.
Oh, oh, okay, okay. Wundervoll, meine sehr verehrten Damen und Herren. Jetzt abonnieren, um nichts mehr von diesem wunderbaren, skilligen Qualität-Content zu verpassen. Let's go. Dann geht's jetzt hier halt mit einem entspannten Pilz einfach weiter. Und hier wird gar keine Zeit verschwendet und... Ich sehe die Starcoin da unten. Wie soll man da drankommen? Ich weiß wie. Ich weiß ganz genau wie, bitte. Das ist bisher das schlimmste Level. Oh mein Gott, ist das stressig. Oh, hier muss man doch so spinnen, oder nicht? Ja. Und dann geht der Rauch weg. Bitte, oh. Ho, ho, ho. Checkpoint. Weitere Lavafontänen, die mich aber hoffentlich nicht weiter stören. Das war unklug. Was ist da unten rechts? Und wie soll ich da hinkommen, bitte? Das hat einfach funktioniert. Oh mein Gott, war das knapp. Was passiert hier? Ja, das ist einfach nur für die Starcoin hier so ein bisschen Stuff wegmachen. Gar kein Thema. Und hier geht's weiter. Bitte nicht. Dankeschön. Mr. Goomba, können Sie runterkommen? Dankeschön. Und hier ist auch schon direkt das Ziel. Wo ist die letzte Starcoin? Ich habe keine Ahnung. Oh mein Gott, man kann hier oben hin. What the hell, wie soll man da drauf kommen? Ist ja auch egal. Wir sind schon wieder am Ende der heutigen Folge. Es tut mir so mega, mega leid. Aber wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, lasst ein Abo da. Dann verpasst ihr nämlich die nächste Folge nicht. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen guten Tag. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao, ciao, Leute.